Hallo, wir sind hier in München im Park Inn bei Radisson, Frankfurter Ring. Ich bin zum Barcamp München hier und habe ein günstiges Hotel gesucht. Und der Preis, den ich hier bekam als Clubkarten Goldmember, war mehr als fair. Bekommen habe ich das Zimmer 315. Das ist zwar kein Upgrade, aber eines der frisch renovierten Zimmer. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Gleich zu meiner Linken ist hinter der Tür der Kleiderschrank und eine kleine Sitzmöglichkeit, wenn man sich Schuhe ausziehen will oder so. Im Kleiderschrank ist auch noch ein Bügelbrett. Auf der anderen Seite kommen wir ins Badezimmer, mit Dusche ausgestattet. Toilette, ganz normal, was man so erwartet. Eine vernünftige Dusche, das heißt bei mir auch keine Textilduschvorhänge, sondern wirklich aus Glas oder Kunststoff, weiß ich jetzt noch nicht genau. Waschbecken vorhanden, Föhn vorhanden, halt das Übliche, was man so kennt. Ja, gehen wir nochmal nach draußen ins Zimmer. Ein ausreichend großer Fernseher für die Leute, die unbedingt Fernsehen gucken möchten. Zimmer. Kleiner Schreibtisch vorhanden. Man hat Wasserkocher dabei, Tassen, Gläser und für mich gab es auch noch eine Flasche Wasser kostenlos dabei. Kaffee, okay, löslich, aber besser als gar nichts, um morgens erstmal vor dem Frühstück vielleicht wach zu werden. Dann gab es auch noch für mich einen Obstteller. Das fand ich auch ganz nett. Das Wichtigste natürlich, wenn wir uns umdrehen, das Bett. Es sind zwei Einzelbetten, die kann man ein bisschen auseinanderziehen, ein bisschen zusammen machen. Mit dem Licht, das wirkt schon richtig geil. Und wer sonst mal sich so die Fotos von den alten Zimmern hier im Hotel anschaut, wird feststellen, dass das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Die Matratze, ja, ich glaube, sie könnte ein bisschen härter sein, das werde ich heute Nacht noch rausfinden. Telefon ist vorhanden, Steckdosen sind vorhanden, auf beiden Seiten zwei Stück. Das dürfte wohl ausreichen für faktisch jeden. Ein Sessel ist auch noch separat vorhanden und man hat hier hinten auch noch einen Balkon. Der ist auch schon offen. Die Aussicht ist jetzt nicht so unbedingt mega toll. Wir befinden uns ja mehr oder weniger mitten in München. Aber um morgens mal frische Luft zu schnappen oder so, oder auch am Abend, finde ich das schon nicht so schlecht. Ja, soweit mein kleiner Einblick in ein Standardzimmer im Park Inn Frankfurter Ring in München. In ein renoviertes Zimmer, muss man dazu sagen. Es sind noch nicht alle so in diesem Zustand. Aber ich habe halt das Glück gehabt, eines dieser renovierten Zimmer zu bekommen. Als Clubkarzen-Goldmember hätte ich auch Anspruch auf ein Upgrade gehabt, aber zum einen ist das Hotel ausgebucht und deswegen hat man mir eines dieser renovierten Zimmer zukommen lassen, finde ich eine faire Geste. Und ich denke mal, ein renoviertes Standardzimmer ist besser als ein veraltetes Business oder was auch immer Zimmer. Tja, soweit dazu. Zum Preis sage ich jetzt mal nichts, denn diese Rate gibt es sowieso nicht mehr und war auch nur für Leute mit einem gewissen Kundenstatus zu bekommen. Die war für München allgemein und auch sonst mehr als fair, um es mal so zu sagen. Also selbst für zwei Nächte mit Frühstück zahle ich nur einen zweistelligen Eurobetrag. Tja,
Soweit dazu. Park in Frankfurter Ring in München.